Lilo oder schon wieder Merry Christmas. Warum schon wieder selbe Firma? Ja, die haben ja halt zwei Sachen mal in meinen Briefkasten geworfen. Ne? Also ich bin weder verwandt noch verschwägert mit dieser Firma. Aber ne, wer mir schon mal sowas umsonst gibt, ne? Die anderen waren halt zu doof. Ne? Habe ich darauf hingewiesen, dass ich bestechlich bin, ja? Ich wäre dann geneigt, ja, schöne Frauen nehme ich zum Beispiel gern. Ich nehme nicht nur so Schachteln, Autos, ja, Goldbarren. Gut, die Kiste ist auch gelb. Ameri, ne? Das hier, warum? Heute zweite Video, ne? Also das Ding ist wieder ganz anders als das, was ich letztens gezeigt habe, ne? Das ist wieder was ganz anderes. Und ein besonderer Grund hat es, warum ich da überhaupt jetzt nochmal ein Video mache. Anscheinend reagieren Hersteller auf meine andere Videos, ne? Die haben mich erkannt, dass ich nämlich ein Mensch bin, der eigentlich gar nicht so oft WLAN benutzt. Ne? Und was hat das Ding? Ne? Das hat eine LAN-Buchse, das hat... Hurra! Und das wiegt noch richtig was. Ne? Das ist... Ne? Früher ist man so in den Laden gegangen, wenn man eine Stehanlage gekauft hat zum Beispiel. Die habe ich erstmal hochgehoben. Ne? Und wenn zwei den gleichen Preis hatten, dann habe ich immer die schwerere gekauft. Ne? Macht ihr das auch noch so? Ne? Ne? Was nichts wiegt, das taucht auch nicht, hat man früher gesagt. Ne? Gut... Schauen wir mal, ob das was taucht. Kann das denn tauchen? Was hat's denn? Das hat Bluetooth, hat natürlich auch WLAN, wenn man es will. Und was hat's noch so drauf? Alles mögliche Kram. Quad-Core. CPU. 2 GB dran und 16 GB Flash-Speicher. Ob der optional ist, werden wir sehen. Eine Webcam hat's mittlerweile drin. Ja, die musste ich mir bisher immer selber dran basteln. Ne? Wi-Fi mit externer Antenne, ne? Also nicht einfach nur so reingefummelt in so ein kleines Kästchen, sondern richtig schön, das wie ich will. Ein Ausschalter. Ja, ein Ausschalter. Nein, jetzt ernsthaft, die anderen Dinger, da musst du immer den USB-Stick ziehen oder dir selber einen Ausschalter basteln. Hervorragend, finde ich primär Bluetooth, wichtig Android 4.x Betriebssystem. Für HDMI, ne, ist wieder so ein Ding für in Fernseher zu sticken. Dann machen wir gleich mal. Aber erstmal gucken wir, was da in der Schachtel. LAN, ja, ne. Also, das ist für Leute so wie ich, ne. Auf dem alten Schlag noch, ne. Micro-SD-Karten, Steckplatz, Power-In, ja. Gut. Stromkabel hätten wir auch für USB. Und wunderbar, ne. Schauen wir mal, was da in der Kiste so drin ist. Jetzt haben wir genug die Schachtel angeguckt. Jetzt wollen wir mal Unboxing, ne. Ja, dieses Produkt, ist geklaut und vom LKW gefallen. Nein, enthält Software, welche GNU, Public License, woher kennen wir das? Linux, ne? Also deshalb passt das auch so ein bisschen zu meinem Kanal, nicht so viel, aber ein bisschen, ne? Ja, ich habe ja so einen Linux-Kanal. Passt gut, ne? OpenGL, gut. So, dann, was haben wir noch? Hier, jetzt geht's, jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. Ich hoffe, ich habe mir Licht gemacht in meinem Wohnzimmer, ist nicht mehr so dunkel. Was sehe ich hier? SD-Karten. SD-Karten-Slot. Ja, da kann man rein. Optional anscheinend. Ne? Das ist USB, das ist für Mikrofon und das könnte Kamera sein. Diese Kamera. Also ich habe es noch nicht probiert. Ne? Ja, Mikrofon wahrscheinlich auch. Da, ein Ausschalter. Thumbs up. Ne? Ein Ausschalter, ganz wichtig. LAN. Glaub's nicht, endlich mal. Einer, der einen LAN-Anschluss hat. HDMI, ne? Ausgang, ne? Damit man da auf seinen Fernseher übertragen kann. Da ist dann wohl noch ein Kabel mit dabei, 1,2 Meter, so wie ich gelesen habe. Und damit kommt es am Fernseher und dann noch zwei weitere USB. Sehr schön. Ich brauche also keinen zusätzlichen Adapter mehr, wenn ich denn mehr Endgeräte dran an, zum Beispiel externe Festplatte nochmal anschließen will. Ne? Was haben wir da noch? DC 5 Volt, das wird dann Strom sein. Und da oben hat es auch noch so ein... Diegelskirchens, was ist das denn? Wir werden schon sehen, das ist zum Schrauben. Das sieht ja fast so aus, wie so ein Antennenkörper. Weiß ich nicht. Ne? Jetzt gucke ich mal, was da noch so drin ist. Schachtel. Kram, Krempel. Haben wir denn noch? Ja, das kennt jeder, der schon mal Gerät hat, das eigentlich dafür da ist, über USB sich Strom zu ziehen. Die haben nämlich immer noch so ein Streckerchen dabei, ne? Da kann man das USB-Kabel, wenn man keinen USB-Anschluss in der Nähe hat, zum Beispiel am Fernseher kein USB, da kann man nämlich das Ding nehmen, ganz normal in die Steckdose. Ne? Also diese kleinen Endgerätchen, die brauchen meistens einen USB-Anschluss und wenn man das nicht hat, holt er sich, ja,
da USB rein und dann holt er sich ganz normal aus der Steckdose. Wenn zum Beispiel, wie gesagt, der Fernseher kein USB hat. Sehr schön, gleich mit dabei. Braucht man sich nicht extra kaufen. Dann haben wir hier USB. Ja, also das wäre quasi unser Stromkabel. Ne? Kleines Ding ins Gerät rein, nehme ich mal an. Ne? Das müsste dann, wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert, das müsste dann der kleine Port sein. Da muss ein kleines Steckerchen rein vom USB. Und der große wäre dann da, wo man halt USB-Port hat von Endgerät, zum Beispiel am Fernseher oder am Videoplayer oder einer SAT-Anlage oder am PC, ne? Oder am Laptop. Oder wenn man es alles nicht hat, man hat nur Strom in der Nähe, ganz normale, ordinäre Steckdose, dann kommt das so zusammen, entweder so rum oder so, zwei Möglichkeiten. Ja, zack, dann hat man quasi sein Stromkabel und auf der anderen Seite Micro-USB, damit es wieder wenig Platz braucht, käme dann, ich fummel mal. Warum habe ich die Lampe eigentlich so hingestellt, dass meine Hand dann immer dazwischen? Na, ich weiß es auch nicht, Mensch. So, also so, Strom hätten wir schon mal, ne? Strom hätten wir schon mal. Lampe, komm her. Du alte Lampe, du. So, also, da Micro-USB, da rein, da haben wir Strom. Hinten dran USB, habe ich jetzt meine Stromstecker gestöpselt. So, das war dieses, weiter geht's. So, jetzt weiß ich, wofür die Antennen, die, da stand doch drauf auf der Schachtel. Da ist eine externe WLAN-Antenne dabei. Ne? Wenn da eine externe WLAN-Antenne dabei ist, dann müsste man die vielleicht auch mal irgendwo dran schrauben. Ne? Nämlich an das Ding da. Ne? So. Da so. Ne? Schrauben wir mal dran. Dafür ist dieses goldene. Gut. Ich benutze halt WLAN nicht so oft. Ihr merkt es. Ne? Ich dachte schon, da könnte man jetzt irgendwie den Satellitenanlagen. Nee, das ist wieder für. Die Daten bis zum Nachbarn funkeln. So, und das kann man auch knicken, ne? Das kannst du knicken. Also WLAN, ja, WLAN kannst du knicken. Na, also ich meine, ich benutze viel lieber LAN. Ne? Ich bin noch so vom alten Schlag, ne? LAN, ne? LAN. Ne? Einfach Ethernet-Kabel dran und fertig. Ne? Also es wiegt immer noch. Ne? So. Jetzt, na klar, jetzt brauchen wir irgendwann mal HDMI. Das Ding muss natürlich an den Fernseher. HDMI-Kabel, das scheint 1,2 Meter. Ich habe es jetzt nicht abgewickelt und gemessen. Entschuldigung. HDMI, diese Variante. Hoffentlich sieht man es im Video. Ja. Diese Variante. Beiden Seiten. Und dann kommt es in HDMI. Also das mit der Lampe, dann muss ich wieder. Ja. Kennt ihr das? Diese Energiesparleuchten, die machen überhaupt kein Licht. Und dann kauft man sich LEDs und die hat man nur in den Ecken stehen und schon hat man kein Licht mehr. Wo sind die guten Glühlampen von früher? Ne? Deshalb, ich bin noch so ein bisschen alte Schule. So sieht's aus. Ne? Also das Ding kommt jetzt in Fernseh und hat einen im Strom und schon ist es fertig. Ne? Schon könnte ich da noch, die anderen Dinger könnte ich benutzen. Hier, wenn das hier vorne die Webcam ist, wenn ich so vermute und dass da Mikrofonanschluss ist, wenn es nicht sowieso schon eingebaut ist, dann wäre es vielleicht sinnvoll, das so aufzustellen, dass es auf dem Fernseher steht, ne? Damit er auch gesehen werdet, ne? Wenn ihr die Webcam nutzen wollt. Ne? Oder bei mir halt vorne im Fernseher. Ich habe das Ding sowieso auf einem Tisch stehen. Und das werde ich jetzt mal kurz sehr ordentlich vorbereiten. Ha, einen habe ich noch, ne? Das ist, hab da was vergessen hier. Irgendwie will ich das Ding ja mal fernbedienen, ne? Zum Beispiel mit einer kabellosen Tastatur und Maus. Das ist jetzt natürlich nicht dabei, ne? Ich habe also eine kabellose Maus und eine kabellose Tastatur. Die haben so einen USB-Empfänger, ne? Könnt ihr irgendwo, das ist jetzt von Logitech zum Beispiel, könnt ihr dann in einen der USB-Anschlüsse rein. Vielleicht wäre der hintere sogar besser, damit ihr den vorderen immer mal was reinstecken könnt. Ich mache es jetzt mal vorne rein. Gut. Das Ding auch noch rein, damit wir das Ding fernbedienen können. Aber jetzt schließe ich es mal an. So, aufgestellt und angeschlossen. Wir haben, was haben wir denn? Wir haben Strom, wir haben die WLAN-Antenne, die man knicken kann. Das ist zum Beispiel ganz nett hier an meinem Fernseher, dass das nicht im Bild stört. Oder dass man es abschrauben kann, falls man das Ganze nach hinten schieben will. Gut, HDMI hatten wir dabei. Netzwerkkabel habe ich eins da gehabt. Ne? Das ist nicht im Lieferumfang. Ein schwarzes genommen, falls ihr euch sowieso eins kaufen wollt, dann fällt es hier nicht so auf. Ne? Gut, bei dem ganzen Staub, Dreck bei mir, fällt es sowieso nicht auf. Ich verwende hier ein Sony Bravia
55 Zoll. Gut, was hatten wir jetzt zusätzlich? Wir hatten die USB-Tastatur-Maus zusätzlich. Wir haben das Käbelchen zusätzlich und dann kann es schon losgehen. Ne? Käbelchen, Ethernet, Cat 5 oder Cat 6. So lang halt bis zu eurem Router und bis gleich. So, ist schon wieder ein Stückchen später. Und wir gucken uns jetzt mal an. Ich bin jetzt, ihr seht jetzt schon die Webcam, ne? Die Webcam vom Ameri Smart PC Box 3.0. Erstmal gucken, wie das Ding heißt. Ja, so heißt es. So, ne? Habe ich jetzt mal auf meinem normalen Fernseher verbunden. Ich bin verbunden mit dem Internet. Könnt ihr mit den Einstellungen, ne? Da habe ich im WLAN mal ausgeschaltet, weil ich das sowieso nie benutze. Bluetooth habe ich ausgeschaltet. Dafür bin ich jetzt mal mit dem Ethernet verbunden. Kann man da schön einstellen. Gut, also bei den Einstellungen können wir auch mal gucken, was ist denn das für ein Gerätchen hier? Über das Device könnt ihr euch noch mal angucken. Kernel-Version 3036, Android-Version 422. So, über das Device. Ja, kabellose Tastatur, Maus. Ihr könnt auch in den Einstellungen, könnt ihr auch einstellen, ich habe mein HDMI mal ein bisschen anders eingestellt. Falls ihr den gleichen Effekt habt wie ich, ne? Dass der HDMI-Ausgabemodus für den Fernseher vielleicht ungünstig ist. Ne? Ich habe jetzt mal, obwohl ich die höhere Auflösung kann, habe ich auf kleinere gestellt, weil es dabei so ein bisschen zu, ja, da ging immer das Bild weg und kam wieder, ne? Ich nehme an, es liegt an meinem Fernseher. Habe ich dann die optimalen Einstellungen gesucht und ich denke auch gefunden. Ne? So, dann ist wie gesagt hier die Kamera. Ne? Kann man das ganze Ding benutzen wie ein ganz normales Android-Gerät. Jetzt soll ich mal die Kippe aussehen. Ja. Gut, wenn das jetzt so ein bisschen dunkel aussieht hier. Also man kann hier mit dem Kamera-App festhalten, die Maustaste und in Einstellungen dann noch so einiges einstellen. Szene-Modus habe ich mittlerweile auf Nachtaufnahme. Kann man auch auf automatisch, ne, da rosa, hier ist auch schön, Bildgröße 2 Megapixel. Wenn man rechtsklickt, kann man wieder raus. Also wie gesagt, linke Maustaste festhalten und da kann man noch mit hell und dunkel und wie auch immer, jetzt sieht es eher so ein bisschen orange aus. Hier unten Kamera-App kann man dann auch noch einstellen, was möchte man, das Bild so ein bisschen kleiner, ne? Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Gut, kann man dann auch Kamera, kann man was aufnehmen und so weiter, kann man was recorden. Nehme ich da mal was auf. Und Hallihallo, es ist jetzt bald soweit. Stopp. Ne? Gehe ich mal da raus. Rechtsklick wieder raus. Und dann kann man natürlich bei Video mal gucken, was hat man so für Videos. Da habe ich schon diverse Auflagen. Ihr seht, ich schlunz da so rum. Als MP4. Ja, so ungefähr sieht das aus. Oder mein erster Versuch vorhin. Da war es noch ein bisschen grisselig. Ne? Das kann man so ein bisschen einstellen, wie man es möchte. Das kann man noch ein bisschen optimieren. Rechtsklick wieder raus. Gut, wo waren wir noch? Video. Dann war ich auf dem Browser. Den habe ich mal auf den Desktop-Modus. Reckloner YouTube, ne, mein Kanal, könnt ihr mal, das kann man sich aussuchen am Browser, aber mit YouTube öffnen. Ich habe jetzt hier kein Google-Konto mal eingestellt, aber nur mal zu gucken. Also ich bin, wie gesagt, jetzt mit dem Ethernet verbunden und das hängt jetzt natürlich streng genommen schnell davon ab, wie schnell mein Internetprovider mich im Moment so lässt, ne, so. Ne. Gucken wir uns das andere Ameri-Video an, ne, nicht Ameri. Christmas, den Smart TV Connector hatte ich auch schon. 552 Aufrufe. Dann kann ich hier mit dem App mir auch ein bisschen vorspulen. Hin und vor und zurück. Ne? Aber das sind Android-spezifische Sachen. Brauchen wir uns jetzt nicht weiter darum kümmern. Wie gesagt, meinen Kanal noch besuchen. Rechtsklick, kommen wir wieder zurück. Ja, Dreckrenner, ne? Linux-Programm. Da gab es auch mal ein Windows-Programm davon. Gut, funktioniert. Ne? Erstmal mit dem Einstellungen ein bisschen gefummelt und dann sieht man schon, man kann es ganz normal benutzen. Hier sind die vorinstallierten Apps. Ne, Angry Birds, gut, ich bin natürlich mit dem Ethernet im Internet verbunden. Dann kommen natürlich bei Angry Birds die entsprechenden Werbeeinblendungen.
Ja, wenn ich Ethernet abschalte, dann kommen die halt nicht. Ne? Ja, sieht man. Gut, funktioniert. Nö, will nicht quit. Ne? Play. Porch X. Das nehme ich immer so als Referenz, damit man mal sieht, wie schnell ist es denn so. Ne? Ich habe das Gefühl, ich hatte ja schon mal verschiedenste Dinger benutzt, dass das hier flüssiger läuft. Ne? Auch so von den Bewegungsabläufen her sieht das richtig pfiffig aus. Ne? Finde ich gut. Rechtsklick, wieder zurück. Ja, gut. Zurück. Wollen wir mal quitten. Gut, dann die entsprechenden Apps, die dürftet ihr kennen. Zu Hause, Medien, Dingenskirchens. Medienserver, Medienspieler, zu Hause, Medienzentrum. Ja, gut, teilweise vielleicht nicht so ganz gut eingedeutscht. Ne? Das macht ja nichts. Stellen Sie den nativen Austauschnamen. Ja. Stellen Sie den nativen Medienaustauschnamen ja ein oder ja gut, zu Hause Medienzentrum, ne, könnte ich auch sagen, ist mir doch wurscht, wie es heißt. Also, meine kabellose Tastaturmaus funktioniert. Was ist mit YYY, deutsche Einstellung, hat man die Möglichkeit kündigen, kann ich ja auch. Ich will sofort kündigen. Ich kündige. Ermöglicht Mediendaten geladen zu werden. Gut, aber deutsches Tastaturlayout ausgewählt, ne? Kann man die auswählen, kommt man sofort dahin. Android-Tastatur Deutsch, gab auch andere Geräte, die hatten das nicht, ne? Da hatten wir mal Probleme mit Umlauten. Das Ding hat nicht das Problem, finde ich gut, finde ich sehr schön. Gut, das andere sind jetzt eigentlich App-spezifische Sachen. Widgets sind schon vorinstalliert. Für ja, links klicken und ziehen kann man sich da mal so durchbrowsen. Ne? Kennt ihr vielleicht irgendwelche Apps davon oder nicht? Es ist, ja, gut. So, Google Play Explorer, und dann gibt es hier einen Explorer. Na, zum Glück keinen Windows Explorer. Kann man nach Netzwerkplätzen, nach SMB Devices suchen, ne? Wenn man irgendwie einen NAS-Server hätte mit Samba-Server, dann würde man den finden. Den könnte ich ja natürlich ans USB anschließen und was Level Up ist, das weiß ich nicht. Und Multi und Exit dann am besten, würde ich mal sagen. Gut, hier sehe ich natürlich die Statusmeldung. Ich bin mit dem Ethernet verbunden und 22 Uhr, 26 Uhr Zeit stimmt sogar. Ne? Also manche hatten auch Probleme mit dem Datum, ne? Wenn man da so geguckt hat, ne, da war da, weiß ich, das Datum von China oder so, ist hier nicht, ne, das fand ich gut. Linksklick ziehen, da könnte man sich die verschiedenen Arbeitsflächen anschauen, mit dem Home, Dingenskirchens wieder zurück. Hier sieht man die zuletzt geöffneten Apps, kann dadurch, ne, draußen, was war ich denn vorher alles, ne, zum Beispiel auf der Kamera, funktioniert also prima, ne, funktioniert alles wunderschön. Hier oben die Google-Eingabe, kann ich suchen nach, was weiß ich, Reckhanne. Gut, wir haben gesehen, die Kamera, die hat auch Ton aufgenommen. Ich könnte ja auch theoretisch mal probieren, da reinzuschreien. Soll ich da mal reinschreien? Ach, ich traue mich eigentlich noch nicht so richtig. Gut, sei kleiner. Google-Suche, ne, sieht man, gut. Was suche ich denn? Ich weiß gar nicht, wie gut die Kamera jetzt aufnimmt. Ich bin ja verdammt weit weg, ne, habt ihr gesehen. Wie ist das mit dem Mikrofon? Bin ich jetzt ganz weit weg und... Hallihallo! Hallo! Ja, also hat funktioniert. Ne? Ja, war schon nah dran. Hallo Wikipedia. Jetzt mal ein bisschen leiser vielleicht. Gut, ich kann natürlich auch die On-Screen-Tastatur nehmen, wenn ich möchte. Was suchen wir denn? Also muss man auf das Ding hier klicken und dann könnte ich sagen... Ameri? Nee, wurde nicht verstanden. Kennt seinen eigenen Namen nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Halloween ist ganz nah dran. Das ist Hello oder Hallihallo oder wen willst du denn? Sprache und Einstellung. Wie gesagt, das sind die zuletzt geöffneten Apps. Sieht man zu Hause, will ich da, wie es mir da wurscht. Wunderbar, ne? Geht alles. Falls ihr diese Leiste da unten mal ausblendet, müsst ihr immer dran denken, das Ding ist eigentlich wie ein Smartphone ausgelegt. Links klicken und hochwischen, dann soll es dann wiederkommen. Zumindest dann, wenn das Ding hier verschwunden ist. Das kann man mit Rechtsklick ausblenden.
da unten mit der Maus runter und dann so hochwischen, glaube ich. Ja, dann kommt das wieder hier unten. Ne? Da muss man auch erstmal gucken. Da ist wieder Home. Home Sweet Home, das ist, glaube ich, zurück. Gut, ne? Funktioniert. Funktioniert, Einstellung. WLAN kann man natürlich auch einstellen, mache ich jetzt hier nicht, damit man nicht die ganzen Sachen sieht, die hier gerade im Hintergrund laufen, meine ganzen Nachbarn. Und man kann natürlich auch als mobiler Hotspot das einrichten, wenn man ein WLAN das hat oder auch nicht. Ne? Speicher, was haben wir hier? Speicher eigentlich? Gesamtspeicher 1 GB verfügbar, ne? Im Cache. Apps, ne? Da, ne? Ist 1 GB. Ne? War da nicht mehr? Irgendwie auf der Verpackung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der jetzt nur den Speicher intern müsste ich jetzt nachgucken. Ne? Müsste ich jetzt nachgucken. Konto hinzufügen könnte ich natürlich mal ein gegebenenfalls vorhandenes Google-Konto. Datum und Uhrzeit, wie ist denn das hier? Ne? Automatisch aus dem Internet. Ne? Gut, ich bin ja im Netzwerk verbunden. Ne? Wunderbar. Und kann ich hier einstellen, Bedienungshilfen und so weiter. Play Store. Gut, Video. Machen wir nochmal ein Video. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Jetzt fahren wir das Ding nochmal runter, damit ihr auch mal einen Neustart seht. Ne? Ihr wollt bestimmt sehen, wie schnell es bootet oder nicht. Ne? Hat übrigens den Ein-Ausschalter. Ne? Einmal drücken ist quasi wie im Standby. Lange festhalten, diesen kleinen Ausschalter da, ne? Der am Gerätchen selber ist, hat dann den Effekt, dass er wirklich runtergefahren wird und dann auch runtergefahren bleibt. So, HDMI 3 ist hier das von meinem Fernseher. Jetzt bootet zu Vision of Tomorrow. So, Android 4.2.2 hatten wir noch. Android 4. Seht ihr mich eigentlich? Alien. Ganz wichtig. Ich glaube, ich müsste meinen Fernseher putzen. Das ist das Putz-App. Ne? Nicht WhatsApp, das Putz-App. Das ist, wenn der Fernseher schwarz wird und man die ganzen Putzstreifen sieht. Ich brauche noch das Sidolin-App. Einstellung, ne? Gut, Musik. Wenn ich jetzt Musik drauf hätte, ne? Dann ja, USB-Stick rein und dann würde ich meine Musik dann wahrscheinlich sehen. Browser ist halt der Webbrowser, ist klar. Webs nicht verfügbar. Warum nicht? Weil ist nicht im Moment. Ne? Gucken wir mal. Wahrscheinlich braucht er einen Moment, bis die Netzwerkverbindung hier hergestellt wird, bis er seine IP gezogen hat. Kleiner Vorführeffekt wahrscheinlich. Ja, Einstellung. Gucken, neu gestartet. Ethernet ist aus. Komisch. Ne? Komisch. Warum ist es aus? Vielleicht aus Sicherheitsgründen, dass das Ethernet erstmal standardmäßig aus ist. Man muss die Ethernet-Verbindung erstmal herstellen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angry Birds spielen wollte, ohne Werbeeinblendung, könnte ich das Ethernet ausschalten. Gut. Ich denke, wir haben eine ungefähre Vorstellung. Hier Verbindung mit PC. Könnte ich, ja. Gut, man geht davon aus, das ist ein Handy. Ist es aber gar nicht. Ne? Verbindung mit PC wäre, wenn ich mein Handy, ne? Ist ja Android. Android ist ja normalerweise auf dem PC drauf. Wenn ich es mit dem PC verbinden würde. Ne? Gut. Hintergrund auswählen kann ich zum Beispiel Live-Hintergründe. Ne? Ich habe gerade beide genommen. Ah, Nexus. Nexus ist wieder. Galaxy Nexus. Sehr schön. Sehr schön. Beide Maustasten gleichzeitig gedrückt. Black Hole. Nett. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Also gut. Spielen können wir noch. Hintergrund festlegen, klicken. Dann habe ich ab jetzt die Glücksspirale hinten dran. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Gehe nochmal zur Verabschiedung mal kurz auf das Kamera-App. Das war die Smart PC Box 3.0 von Emery. Ich hoffe, dass das eine grobe Vorstellung gegeben hat, was das Ding so kann. Also funktioniert, wie gesagt, ein bisschen fummeln. Ne? Erstmal mit den Einstellungen. Wenn die Einstellungen passen, dann passt der Rest auch. Dann müsst ihr mal die Apps durchtesten und wenn dann alles richtig eingerichtet ist, so wie hier, mal eine halbe Stunde investieren, dann ist alles gut. Ne? Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ne? Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.